Wir haben hier die deutsche Übersetzung. Bitte einen warmen Applaus an Tobias Fiebig, der über IP versus 6 Global Scanning reden wird. Herzlich willkommen. Und dies ist die Übersetzung mit Sebastian und Philipp. Feedback C3T, Hashtag, Twitter-Account, C3Lingo. Ja. Schön, dass ihr es alle geschafft habt hierhin, obwohl es 11 Uhr ist, obwohl das ist nicht nur meine eigene Arbeit hier, zusammen mit anderen der UC Santa Barbara. Und zunächst über mich. Ich habe einen Bachelor in kognitiver Wissenschaft und irgendwie habe ich gemerkt, dass Wetware nicht richtig mein Leben ist. Dann habe ich also einen Master in Network Engineering mir geholt. Und seitdem versuche ich mehr oder weniger verzweifelt, einen Doktortitel an der TU Berlin zu bekommen. Meine Forschungsinteressen kann man zusammenfassen als, naja, im Wesentlichen, was niemand anders macht. Weil Leute sagen, nicht, dass es genial ist, sondern ach, das ist dumm, das wird niemals funktionieren. Vielleicht kann man es Fehlkonfiguration nennen. Ihr kennt diese netten Leute, die Datenbanken auf dem Internet ohne Authentifizierung betreiben. Ich denke, jemand hat sein Provisioning-System, ein ISP, auch so gehandhabt, was nicht so toll war für die Konnektivität der Kunden und Kundinnen. Es gab auch andere schöne Beispiele. Mitfahrgelegenheiten.de war ziemlich gut im Bereich Backups. Sie haben die sogar verschlüsselt und haben den Schlüssel mit abgelagert. Und es gibt immer den Spaß, irgendein Device zu finden, das zu einem ganz sicheren Hoster gehört, schreibbar auf dem Netz. Und etwas, was ich lernen musste, es gibt so etwas wie Remote DMA. Was könnte besser sein, als DMA über das Internet zu machen? Also im Wesentlichen, was auch immer ich heute euch erzähle, ist, hat nun damit zu tun, so etwas zu finden. Aber nun zuerst die ersten Sachen, ethische Prinzipien. Ich sage euch vielleicht etwas über ein schönes Tool, mit dem man viel Spaß haben kann, aber man hackt nicht eine Bank in einem anderen Bundesstaat von zu Hause, dann kriegt ihr Ärger. Folgt diesem Rat. Denkt über dieses Event, denkt an die Bandbreite, die ihr habt, die Bandbreite, die andere Leute haben, denkt an die, die sich hier zwischen den Feiertagen eine schöne Zeit machen und nicht arbeiten wollen, was vielleicht passiert und dann DNS-Service ist down, andere Services sind nicht mehr verlässlich, das ist nicht schön. Ja. Zurück zu meiner Motivation. Und ein Überblick über verwandte Arbeiten. Das erste wird jetzt ein bisschen trocken sein. Wenn es euch also jetzt zu langweilen beginnt, es gibt eine spezielle Folie, die euch bittet, die Person neben euch aufzuwacken, aufzuwecken, weil dann die witzigen, die spaßigen Sachen anfangen. Lauft also bitte nicht weg. Am Anfang gab es Zmap, das war etwa vor 3 Jahren. Und das war der Anfang all dieser Dinge, mit denen man dachte, wir können das gesamte IPv4-Internet durchscannen. Das war eine große, große Menge Spaß. Ich denke, vor 2 Jahren etwa gab es hier etwas in einem Talk in einem der großen Säle, wo man so etwas wie Chatroulette hatte als ein VNC-Service. Das bringt uns jetzt an den zweiten Teil. Es hört auf, lustig zu sein, wenn man irgendwelche Säurefabriken in Indien findet oder so etwas. Zmap wurde sehr stark benutzt, um nach Heartbleeds zu scannen und das zu analysieren. Zmap wurde benutzt, um offene TCP-Ports zu finden, wo man Schlüsselaustausch beobachten konnte. Wie funktioniert Keysharing zwischen HTTPS? Es gab also Forschung über Angriffe und Verstärker für Verstärkungsangriffe. Und die Idee, dass man nun alles durchscannen kann, das hat der Security-Community sehr geholfen. Aber wie es mit allen guten Dingen ist, oder auch noch nicht ganz so guten Dingen in diesem Fall,
IPv4 kommt an sein Ende. Es gibt nur so und so viele Adressen, 2 hoch 32 in Theorie. Und es gibt viele Arbeiten, die sich darum kümmern, wie dies nun immer mehr und mehr ausgeleert wird, also ausgeschöpft wird. Und was nun passiert ist, dass man IPv6 vor etwa 24 Jahren eingeführt hat oder vielleicht noch länger her. Mit IPv6 gibt es sehr viel mehr Adressen, etwa 2 hoch 128 theoretisch. Und deswegen kann man also sagen, dass IPv6 tatsächlich langsam angenommen wird. Dieser Graph hier ist ein Bandbreitengraph von diesem Event. Und wir sehen zur Spitzenzeit, haben wir etwa 25% des ausgehenden Traffics ist IPv6. Das ist ein bisschen beängstigend, denn sobald man das auf das User Network loslässt, gibt es eine Menge Traffic an 2 oder 3 große Player wie Google, YouTube und Facebook. Aber es zeigt immer noch, dass IPv6 tatsächlich im Kommen ist. Wenn wir das aber benutzen für etwas wie ZMAP und IPv6, müssen wir mal warten, so etwa für, ich kann das nicht wirklich aussprechen, aber es ist eine wirklich riesige Anzahl, 7 mal 10 hoch 23 Jahre. Ich habe nicht vor, so lange zu leben. Also, wie sieht es mit verwandten Arbeiten aus? Wenn wir uns IPv4 anschauen, das war interessant, nicht nur in der Security-Community, aber insbesondere dort hat sehr viel geholfen. Und deshalb möchten Leute dasselbe für IPv6 haben. Und die aktuelle Arbeit ist relativ fokussiert darauf, IPv6-Adressen in der freien Wildbahn anzuschauen, einen Beobachtungspunkt zu haben, wo man Dinge lesen kann, dass Informationen über diese Adressen liefert, nicht unbedingt alles zu scannen, aber beobachten zu können. Es gibt zum Beispiel die Access Logs von Foremski Plonka-Berger, die Access Logs eines großen Content Delivery Networks. Chich und et al. Beschäftigen sich hauptsächlich, haben die wenigsten Beobachtungspunkte im Einsatz. Die haben verschiedene Datenquellen, nicht diejenigen, die ich vorstellen werde. Dann gibt es Gasser et al. Sie haben aus einem bestimmten Grund Zugang zu einem großen europäischen IXP und können also Informationen über benutzte IPv6-Adressen in der freien Wildbahn bekommen. Gehen wir schnell hierhin durch. Also wir haben hier eine schöne Arbeit bekommen über die Datenquellen, die benutzt wurden, um zum Trainieren eines Werkzeugs benutzt wurden, um Antworten vorherzusagen und Antworten selbst schicken zu können. Sie benutzen hauptsächlich Daten ihres Content Delivery Networks. Sie haben eine winzige Portion ihrer Daten, die mit den Daten zu tun hat, die ich präsentiere. Das hat bestimmte Nachteile. Die Logs des CDN repräsentieren nicht wirklich sehr viele Server, insbesondere nicht Server im großen, weiten Internet. Daten dieser Art sind in ihrer Natur sehr klar gewichtet für Network Devices. Und in einer anderen Art wurde versucht, aktive IPv6-Adressen vorherzusagen durch Daten. Dann CIS et al. Haben verschiedene Minings durchgeführt von Datenquellen. Sie haben DNS-Recursors, sie haben aber auch etwas wirklich Lustiges, Spaßiges. Sie haben PTA-Lookups durchgeführt für jede Adresse im V4-Bereich, Adressraum. Und dann haben sie ein 4-fach-A-Lookup für die entsprechende Adresse durchgeführt, den vollen Domainnamen. Das hat mich inspiriert. Dadurch habe ich gemerkt, dass IPv6 Security nicht so toll ist, also in Wirklichkeit furchtbar ist. Aber okay. Also um das zusammenzufassen, ich habe in meinen Keller geguckt, habe kein CDN dort gefunden,
habe auch keinen IXP in meiner näheren Umgebung gefunden. Und als ich meinen ISP, meinen Internetprovider gefragt habe, ob er mich seine Recursive Access Logs lesen ließ, dann bekam ich auch eine Antwort, die so etwas wie Nein enthielt. Naja. Auf der anderen Seite, wenn ich nun ein Politiker wäre, würde ich sagen, wir haben dieses Internet of Things. Wir müssen wirklich dieses Scanning brauchen, um all die Menschen zu schützen. Und deshalb, wir kamen dann mit einer Methodologie kamen wir dann. Das ist jetzt der Punkt, wo ihr die Person neben euch aufwecken wollt, die sich über die anderen Arbeiten nicht wirklich informieren wollte. Also zunächst mal zum Anfang, wir haben eine weitere Person, die ich gerne hier nennen würde, Peter van Dijk. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich dieses holländische IJ aussprechen kann, aber ich hoffe, ich habe es versucht. Also, ich habe ihn bei der letzten IETF in Berlin kennengelernt. Er ist Niederländer und ich glaubte ihm, als er über die NS gesprochen hat. Und ich höre, dass die Niederländer gut damit sind. Und er hat also über... Ich habe dann den Schluss gezogen, dass ich über Reverse Lookup in DNS, in IPv6, mich beschäftigen sollte. Und ich sollte mich da hineingraben. Wie gesagt, also niederländische Leute kennen wohl DNS. Versuchen wir das mal. Also fangen wir an mit einer kurzen Wiederholung. IPv6-Adressen, wie gesagt, 128 Bit. Man kann sie in 32 sogenannten Nibbles darstellen. Es sind also diese kleinen Dinge, die eine Hexziffer darstellen oder die ja durch eine Hexziffer dargestellt werden. Zum Beispiel hier. Und Reverse DNS ist eine Art, um für eine IP-Adresse, die man bereits kennt, den vollen Domainnamen zu bekommen. Man tut dies, indem man eine Transformation durchführt, erstmal rückwärts auflisten, dann setzt man Punkte zwischen die Nibbles für verschiedene Levels in dem Baum. Es gibt für die Top-Level und Secondary Domains hat man IPv6.adre. Und dann hat man also einen DNS-Record und da kann man dann eine Abfrage mit starten und dadurch bekommt man dann den Domainnamen. Das nächste relativ Wichtige hier ist, wie funktioniert DNS? RFC 1034, Recursive Comment, das Standardpapier. Ich hoffe, das ist richtig. Ich glaube, jemand im Publikum wird dann mich zusammenschlagen, wenn ich das nicht richtig hinkriege. Also das RFC ist nicht ganz klar. Ich habe das nun versucht klarzustellen hier. Das wurde versucht klarzustellen in RFC 8020. NX-Domain heißt, ist eine Antwort, die man bekommen kann, die sowas heißt wie, hier ist nichts hier oder irgendwo anders unterhalb dieses Baumes. Also nicht das, was du gefragt hast und nichts darunter im Adressbaum. Was diese Technik nun im Wesentlichen ist, ist das Heruntersteigen in Bäumen für solche Bäume, in denen wir einen No-Error für den Root-Node bekommen haben. Wir haben also hier eine root.ip6.arpa, was man hinten an die umgekehrten Adressen anhängt. Und dann geht man los mit der ersten Hexstelle. Danach bekommt dann teilweise ein NX-Domain. Und für die Baumknoten, für die man keinen Fehler bekommt, steigt man weiter runter und bekommt immer dann, wenn man ein NX-Domain bekommt, hört man auf. Und dann haben wir zumindest keine Daten, aber ein No-Error für die Bäume, in die man weiter hineinsteigen möchte. Also schauen wir das mal an. Ich habe niemals eine wirkliche Kunstkurs absolviert, sorry. Also wir fangen hier mit der 0 an, bekommen sofort einen No-Error. Und können in diesen Baum hineingehen, also auf der nächsten Ebene die 0 und dann können das dann wieder tun und mit dem nächsten Tree bekommen wir vielleicht dann F und so. Und wenn wir das 32 Mal machen,
weil wir 32 Nibbles in einer IPv6-Adresse haben, dann können wir tatsächlich am Ende bei einer benutzten IPv6-Adresse ankommen. Wir fangen also mit der 0 an. Es ist eine Depth-First-Suche in einem riesigen Baum, der aufgespannt wird durch den Raum der umgekehrten DNS-Adressen. Oder umgekehrten IPv6-Adressen. Das ist also natürlich nichts direkt Neues. Wir haben RFC 7707, das dies diskutiert als eine mögliche Technologie, um Netzwerke zu durchforschen in kleineren Netzwerken. Und sie haben tatsächlich eine Referenz auf Peter van Dijk, der diese Technik mir empfohlen hat. Und er hat einen kleinen Blogartikel darüber geschrieben, vor etwa 3 bis 4 Jahren, und eine Python-Implementierung bereitgestellt, mit der man also das Scannen wirklich durchführen kann, also diesen DNS-Präfix-Scan durchführen kann. Dies war auch der Startpunkt für das Tool, das am Ende dieses Talks für euch bereitgestellt wird. Zunächst mal, was habe ich benutzt, um diese Scans durchzuführen? Naja, also es sind die Maschinen, die wir für maschinelles Lernen nutzen können an meiner Uni. Sie waren nicht so glücklich darüber, dass sie das abgeben mussten für meine Scans. Wir haben also etwas wie akademischen Code, nicht production ready, nicht für produktive Zwecke einsetzbar. Alle, die jetzt lachen, arbeiten in einem Start-up. Und ich bin ziemlich sicher, dass jemand, der besser coden kann als ich, ein echter Programmierer, eine Programmiererin, die solchen Code schreiben kann, dass diese Person auch so einen Code auf dem eigenen Laptop ausführen kann. Ja, also das Erste, was wir machen hier, wenn wir darüber nachdachten, war, dass wir eine Depth-First-Suche machen. Das ist eine ziemlich schlechte Idee, wenn der erste Teil des Baums auf einem wirklich langsamen DNS-Server auf der anderen Seite der Welt ist. Wir wollen also die Möglichkeit haben, eine Art von breite Erst-Breadth-First-Suche zu machen, um die verschiedenen DNS-Server zu nutzen. Und dafür gibt es also wird iteriert in 4 Nibble-Schritten. Im ersten Schritt iteriert man bis zu einer Länge von etwa 4 Nibbles für alle möglichen PTA-Einträge und dann sammelt man die und für all diese macht man wieder die Aufzählung weitere 4 Nibbles tief. Und je nach dem Flavor und dem eigenen Use Case kann man von 16 direkt bis zu 32 heruntersteigen. Das hat vielleicht Vorteile oder Nachteile. Wir werden das später sehen, wenn wir uns die Daten anschauen. Dies war also im Wesentlichen, was ich direkt nach IETF gebaut habe. Ich habe das zusammengehackt und bin dann ins Büro gegangen, habe das laufen lassen. Ich war ziemlich glücklich, weil nachdem ich das eine Woche laufen ließ, habe ich etwa 70 Millionen Einträge gefunden. Also ich habe dann in die Daten hineingeschaut und fragte mich, warum ich diese komische Mail bekam von einem großen Internetprovider, der sich darüber beschwerte, über den vielen Traffic von meiner Maschine an ihren. Und ich lernte über ein sehr schönes Feature, was man in den Reverse-Zonen haben will, wenn man Networks, Netze an Endverbraucherinnen bereitstellen will, und das sind Dynamic Reverse Zones. Also wenn wir ein großes Netzwerk haben, möchte man nicht manuell all diese 264 Reverse Entries für alle möglichen User, die man haben möchte, setzen. Man setzt also ein Skript auf im DNS-Server, der einen Reverse Domain-Namen generiert für jeden Pointer-Record. Das ist vielleicht auch statisch und ich habe auch komisch dynamisch generierte oder Namen, die vielleicht dynamisch waren, die immer 32 Bits zufällig zu enthalten schienen. Und so bekommt man auch niemals eine NX-Domain-Meldung. Wenn der Algorithmus einfach nur dumm alles durchgeht, wird eine Menge Records Einträge finden, aber ist genauso groß, wie diese Dynamic Reverse Zone ist. Also, ich habe
über eine Heuristik nachgedacht. Und ich habe zuerst nachgedacht, weil ich Computerlinguistik mache, habe ich, wenn man jetzt also FQDNs, Domainnamen bekommt, herausfinden, ob die irgendwie verwandt sind, und zeigt sich, dass das nicht wirklich funktioniert, das ist nicht wirklich performant. Was viel besser funktioniert, ist einfach nur zu versuchen, eine statische Anzahl Records durchzufragen. Und wenn das existiert, dann nimmt man an, dass dieser Teilbaum dynamisch generiert worden ist. Also drei Records ist nun meine persönliche Präferenz. Und die Idee, dass man direkt auf 32 auffüllt mit 012 auffüllt, ist nicht so eine ganz persönliche Präferenz. Das wurde mir empfohlen. Mir wurde auch empfohlen, das mit Zufallsdaten zu machen. Und dann hat man also ausreichend nicht blockierende Entropie. Okay. Fallfrage, aber das funktioniert tatsächlich. Ich fand 1,6 Millionen Einträge. Ich fing an mit 17 Millionen, jetzt habe ich 1,6 Millionen. So, ich war etwas irritiert. Das hat mich zu einem anderen netten Punkt gebracht. Zu dem RFC 8080 Compliance. Und sie haben tatsächlich ein RX-Domain geschickt anstelle eines NO-Error. Und es gibt ein DNS, auf dem IPX.upper läuft. Das sendet ein NX-Domain, weil es keinen konkreten Eintrag hat an diesem Punkt. Und dann sieht man nicht 0 an 0.f.dapa, sondern... Also für Knoten, die nicht existieren, aber für die Kinderknoten existieren. Ich habe nicht am IP6-APA angefangen. Ich habe angefangen, diese Unterbäume... Ich habe einen lustigen Algorithmus dafür gebaut, wo er bei jedem Schritt, bei jedem Nibbellänge, ändert euch ein paar Folien zurück. Nach ein paar Nibbles würde ich es abschneiden und die volle Länge wieder hinzufügen, sodass ich bei jeder Wiederholung bekomme ich die ganze Information von meinem Seed Record. Wie wurde es noch genannt? Irgendwas mit BGP View, ich vergesse es immer. Die sind öffentlich verfügbar und sind dokumentiert in dem Skript, die zu diesem Talk veröffentlicht werden. Ja, andere Quellen sind natürlich der Algorithmus, wo die Query Lookups benutzt haben. Und was immer für einen Datensatz man seine Hände dran bekommt. Man kann zum Beispiel, wenn man zum Beispiel am Event ist mit vielen Leuten, die mit einem IPv6-Server arbeiten und dann den Netzwerk abgreifen, was ich nicht empfehle zu tun, dann kann man natürlich auch das als Quelle benutzen. Mit diesem Seed-Set habe ich das Programm nochmal gelaufen und diesmal für 3 Tage und auf 80 Kern und bekam 5,3 Millionen Einträge, was wieder ein bisschen klein ist, was zu dem Zustand von IPv6 ist. Das ist noch ziemlich ordentlich. Es zeigt nicht ein wirklich vollvolles Bild, aber ein sehr, sehr großes Unterteil. Aber ich war immer noch nicht zufrieden mit der Geschwindigkeit von diesem und paralysiert es noch ein bisschen mehr. Und weil mein Server noch nicht wirklich sehr so beschäftigt war und dann habe ich das mit 400 Threads gelaufen. Es lief schneller, aber ich fand weniger. Was ich lernen musste, die IP, eine IP-Adresse, die ich benutzte, hatte keine Sockets mehr.
Und dann, mache ich es auf mehreren Maschinen mit mehreren Adressen, um mehrere Einträge zu machen. Was auch noch hier reinfällt, wenn man das dann auch hier benutzt, dann, dass ihr einen Local Resolver benutzt. Der Local Resolver, der euch bei den Network Operations zur Verfügung stellt, verlängert ziemlich die Länge dieser Scans. Und rennt es nicht gegen euer Speedport. Das ist der Start von unserer Fallstudie. Und dann die das erste, was ich hier rein angucke. Was ich hier plottet, war die Runden, die ich gebraucht habe. Und man sieht eine nette Verteilung zwischen sehr strukturierten Zonen und Zonen. Die Zeile 1. Die links. Auf der linke sieht man, dass man mit mehr Queries weniger Einträge findet. Das hier sind die strukturierten, die wegen der Struktur ist mit weniger Queries gefunden worden. Aber ich habe mehr einen Spaßpart versprochen. Man kann es auch benutzen, um etwas Bestimmtes zu gucken. Von diesem Datenset kann man bestimmte Netzwerke raussuchen. Dann kann man sehen, wie Software von Softwarebereitstellern wie dem bei dem Service Provider zugefügt werden. Das nächste wird dem Leser als Übung überlassen. Und mir wurde erzählt, dass dies zu akademisch und zu langweilig ist. Und deswegen habe ich an etwas anderes geguckt, was noch ein bisschen mehr Spaß ist. Ich selber mache nicht viel Aktienhandel, aber wenn ihr nach IPv6 Netzwerk guckt, dann wenn ihr auf IPv6 guckt, dann habt ihr sehr, sehr viele Adressen und es wird alles Mögliche mit IP-Adressen, IPv6-Adressen, die adressieren alles. Wenn ihr euch auf ein solches Netzwerk guckt, dann startet ihr hier im September mit 64k auf Hosts und dann seht ihr 67k auf Hosts und dann einige Monate später und dann der IaaS-Provider das ist eine Möglichkeit, wofür ihr das nutzen könnt, um Informationen auf den Wachstum von Unternehmen zu nutzen. Und das Witzigste für mich, was ich hier machen konnte, außer Security Scans, wir wissen alle, was da rauskommt, das waren wirklich das. Das Erste, was ich dann gemacht habe, war, einen IXP anzuschauen. Ich würde jetzt gerne erwähnen, dass dies alles meine persönliche Meinung ist. Ich repräsentiere hier niemanden, keine Verbindungen zu Unternehmen oder so etwas. Klick. Also. Wir haben hier einige Hosts oder 64 Netze in blau und 48 Netze in rot und / 32 Netze in grün. Gehen wir ein bisschen heraus, da haben wir auch schwarze Knoten. Dies sind Knoten, die aus irgendeinem Grund mit mehreren / 64 Adressen oder anderen verbunden sind. Nachdem wir das importieren, sieht das mehr aus wie irgendein komischer Würfel, aber es ist im Wesentlichen ein gerichteter Graph, den man sortieren kann. Und man kann das ein bisschen auseinanderpusten, um die Struktur ein bisschen zu erkennen. Und dann kann man witzige Labels noch da dran anbringen. Und dann kann man sich anschauen, was man dann sehen kann.
Dies ist das Netzwerk eines Netzwerkes, eines großen IXP, also eines Exchange, Internet-Exchange-Punkt. Also zum Beispiel hier in Hamburg, das Peering-Netzwerk von einem Hamburger IXP. Sie haben natürlich auch eine Dependenz in Frankfurt. Und das Schöne, was man hier also sagen kann, ist, unser schwarzer Freund hier kann das sehen, dass wir ein Netzwerk dort hinter dem Peering-Netz in Frankfurt haben, einen Kunden dort. Wir haben auch diese berühmte Black-Holing-Infrastruktur, die man hier sieht. Sie ist verbunden mit ihrem Provisioning, ihrem Bereitstellungssystem und ihrer Interconnect-Infrastruktur. Und die Firewall 6 ist wohl ihre zentrale Firewall in Frankfurt, FW6, mit einer Menge von Hosts, die damit verbunden sind, zum Beispiel Elasticsearch, elastische Suche für Customer-Abrechnungen, Kundenabrechnungen und Datenfluss. Daten über Datenfluss. Nun, ich denke, dass Nerds sich mehr für andere Netzwerke interessieren. Hier also ein Beispiel über nasa.gov. Nun, es gibt tatsächlich noch etwas größere Topologien, die man sich vielleicht anschauen will. Kennt irgendjemand .mil? Also, kleine Notiz an der Seite. Ich mache also auch Network Operations und nun schauen wir uns das momentan einzige Netzwerk an, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich es besser kenne als das Netzwerk bei dieser Konferenz hier. Und aus Gründen wird dieses Netz nun anonym bleiben. Die Datenquellen sind aber, die Datensätze sind eigentlich in der Öffentlichkeit. Also, machen wir also eine Reise, eine große in dieses Netzwerk. Wie alle guten Netzwerke hat es einen Grenzrouter, einen Border Router und einige Portalsysteme für administrative Schnittstellen und vielleicht auch hier Netzwerke für den Userzugriff. Sie haben auch irgendwelche Netzwerkinfrastruktur für Hosts wie Big Brother, was tatsächlich ein uraltes Beobachtungs-Monitoring-System ist, möchte ich schnell sagen. Und dafür haben sie einige Menge Server, aber anscheinend migrieren sie gerade auf Prometheus, Prometheus. Also, schauen wir uns ihre Infrastruktur an. Wie läuft das bei denen ab? Sie haben eine Menge Open-Source-Software. Wir sehen Gentoo als Hostnamen. Kerberos, vielleicht nicht so. Und sie haben auch einen richtigen Production-Host. Sie haben außerdem ein, was war das? Allahu Akbar oder was war das? Was mich denken lässt, dass es vielleicht ein Honeypot ist. Aber was mich am meisten beunruhigt hat, ist dieser hier, GLaDOS. Hieß das nicht GLaDOS eigentlich, sagt der Übersetzer. Etwas mehr ernsthaft, was uns das auch lehrt, ist, dass diese Netzwerke von Nerds betrieben werden. Also, etwas mehr spaßige Dinge auf öffentliches Verlangen. Tactical Internet of Things. Die Bearbeitungen hier, naja. Aus irgendwelchen Gründen ist es nicht opportun, hier die IP-Kühlschränke in Militärinstallationen zu enthüllen.
Noch etwas Schönes, was wir in unseren Datensätzen fanden, ist TCP 666, die Zahl der Backplane. Es ist tatsächlich ein Platzhalter, weil aus Gründen, ich habe also zu den Leuten, zu den Internetleuten dieser Firma Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich darüber reden kann. Und sie sagten, naja, also wenn wir einige dieser IPv6-Adressen durchscannen, dann finden wir einige TCP-Ports, die offen sind, auf Hosts, die auch Telnet oder sowas offenlegen oder etwas, was wie Backbondings aussieht. Also die Ports, die auf den Slides-Seiten sein sollten, hängen mehr zusammen mit Technik, die man nicht auf einem Backbone-Router finden sollte. Nachdem ich mit einigen Freunden sprach, fand ich heraus, dass dieser Port eigentlich nur auf Localhost offen sein sollte. Wie es für bestimmte Backplane-Services benutzt wird, der Verkäufer wusste nicht mal, wie die Kunden es geschafft haben, diese Ports nach außen offen zu machen. Dann haben wir DHCP V6. Wir kennen alle die Probleme von Devices, die auf einmal IPv6-Adressen bekommen und dann erreichbar werden. Mein Lieblingsgerät, meine Lieblingsgeräte sind Drucker. Und was man oft sieht, ist, dass diese Geräte offengelegt sind und ziemlich verwundbar sind. Die haben dann also einen Pointer für den vollen Domainnamen, der zu einer Adresse in einem privaten IPv4-Netzwerk zeigt. Was wir noch gefunden haben, ist Out-of-Bound-Management in verschiedener Art, was man also benutzt, wenn alles abbrennt. Etwas wirklich, wirklich Schönes von einem großen Operator sind also Devices, die mit ICMP V6 erreichbar sind. Und dann habe ich mich gefragt, was dann passieren könnte, wenn ich etwas tue, was ich nicht getan habe, aber etwas, was ich mich gefragt habe. Denn man möchte nicht wirklich IPMI auf dem Internet haben. Noch etwas für Leute, die mehr in Netzwerkinfrastruktur sich drin sind. Es gibt also hier diese Backplanes. Außer den offengelegten Backplanes findet man auch eine Menge RIP, eine Menge BGP und eben Telnet SSH auf Backbone-Servers im Internet. Noch etwas Witziges, was man gerne findet, ist Docker. Ein Teil davon sind die schönen Sachen, die man mit Docker machen kann, zum Beispiel Elasticsearch. Es ist wirklich unglaublich, wer Elasticsearch als Service ausführt, ohne Authentifizierung, nur per IPv6 erreichbar. Aber mit IPv6 erreichbar. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was diese TCP-Ports für Docker heißen. Dies ist also eine API, die man schützen muss. Es gibt Informationen in Dokumentation, wie man das macht mit ordentlicher Authentifizierung. Es gibt Blogposts, wie man die Authentifizierung mit Zertifikaten aufsetzt, mit Nginx, mit Reverse Proxy und solchen Sachen. Aber man kann es natürlich einfach dem Internet überlassen, offenlegen. Klar. Naja. Dies ist also nur das Setup für die Möglichkeiten, die man so hat, die ihr nicht haben solltet. Also außer das Richtige tun und Firewalls einzusetzen, kann man auch sowas tun, naja, Security by Obscurity. Man könnte versuchen, die Reverse-DNS-Zonen so aufzusetzen, dass es immer nur Data zurückgibt. Also einfach maskieren, verdecken. Ich möchte es nicht Angriff nennen, aber es gegen diese Aktion maskieren. Dies war also schon seit 2012 verfügbar, als Van Dijk zunächst zum ersten Mal damit gespielt hat. Diese Tools sind nicht anwendbar auf alle DNS-Servers, die es draußen gibt, aber das Konzept sollte klar sein. Andererseits sollten wir denken an Technologien, die vielleicht anwendbar sind, obwohl diese spezielle Technik, die ich gerade vorgestellt habe, es vielleicht nicht ist.
Also, lassen wir uns schnell zusammenfassen. Am Ende kann man versuchen, Pakete zurückzuweisen, aber man kann nicht die ganze gesamte Typologie verstecken. Man sollte nachdenken, bevor man PTA-Einträge aufsetzt. Man sollte darüber nachdenken, was man, ob man das will, bevor man Dinge dem Internet offenlegt. Man kann meine Toolchain über die GitLab-Instanz meiner Forschungsgruppe herunterladen. Und es gibt eine akademische Veröffentlichung im März 2017, die auch diese Technik mehr so vom Punkt des Messens beschreibt. Vielen Dank und ich werde gerne irgendwelche Fragen beantworten, die ihr habt. Vielen Dank. Erste Frage geht zum Signal Angel. Hast du tatsächlich darüber nachgedacht, den ES-Zonentransfer zu machen, sodass der Server Informationen rausgibt durch falsche Konfiguration? Antwort: Techniken wie das sind in der Veröffentlichung diskutiert, aber wir haben das nicht tatsächlich probiert. Naja, da ist der Git-Link. Nächste Frage, Mikrofon 5. Ja, du, ich bin so ein bisschen zurückgeblieben ab dem Punkt, wo du gesagt hast, korrigiere mich bitte, man sollte einen lokalen DNS-Resolver ausführen, um faster, schneller was zu bekommen. Und ich frage mich, hast du irgendwelche asynchrone I/O-Techniken benutzt, um etwas zu bekommen, für Parallelisierung oder sowas, anstatt eines lokalen Resolvers? Vielleicht habe ich aber auch falsch verstanden, was hier gelöst wurde. Ja, also einen lokalen Resolver laufen zu lassen, auf der Maschine, wo man die Messung durchführt, hat damit zu tun, dass man nicht den Local Resolver der Forschungsinstitution überladen will, den man benutzt, dann gibt es viel Ärger, wenn man das tun sollte. All diese Sachen, die passieren, wenn Sie auf einmal mit einem DNS-Recursor zu tun haben, der die Queries ausführt, die du machst und nicht diejenigen, die jemand anders braucht. Es hilft jetzt nicht so unglaublich mit Geschwindigkeit. Entweder macht man das Resolving selbst oder man verlagert es irgendwo anders hin und im Wesentlichen muss man auf die Antworten warten. Wenn ihr also ein bisschen Latenz habt gegenüber dem Recursor, dann wird der ganze Prozess sich in einen Stau geraten. Auf der Lokalmaschine reduziert man also einen Teil der Latenz reduzieren, aber man kann es wahrscheinlich immer noch besser dann tun, wenn man das Recursing Resolving aus der Toolchain macht, was ich nicht getan habe, weil ich kein guter Programmierer bin. Okay, danke. Nächste Frage vom Mikrofon Nummer 1. Okay. Hast du tatsächlich berücksichtigt, dass da einige Server verstärkt in diesem Subnetzwerken die generierte PTA-Records haben? Antwort: Ja, dann können Service versteckt sein. Aber ich kann das nicht verifizieren, ohne den ganzen Tree abzuzählen. Ich weiß nicht und ich kann nicht wissen. Okay, nächste Frage, Mikrofon 2. Hi. Aus Erfahrung habe ich gefunden, dass IPv6 Reverse Lookups seltener, dünner verteilt sind. Hast du eine Referenz, wie viele Hosts man mit dieser Technik findet, verglichen mit Hosts, die dort sind ohne Reverse Lookup? Antwort: Ich würde das wirklich sehr, sehr gerne haben. Also im Wesentlichen, wenn man das Aussagen machen will, wie diese hier, die nach der du gefragt hast, dann müsste man diesen Datensatz vergleichen mit einem anderen unabhängigen Datensatz, der einen anderen Blickwinkel auf IPv6 verwendet. Also die zum Beispiel bei dem großen IXP oder einem großen CDN-Netzwerk. Haben dann einen Bias für kleinen Service, also wahrscheinlich eher IXP-Datensätze. Im Moment habe ich keinen Zugriff auf solche Datensätze, deswegen habe ich mir das nicht angeschaut. Mikrofon Nummer 6. Du hast erwähnt, dass die Ergebnisse, die Daten Sets sind öffentlich. Wo sind die?
ist tatsächlich in einer verteilten Art und Weise auf vielen DNS-Servern abgespeichert. Und wie wir es von allen coolen Plattformen, da gibt es einen separaten Download-Client und den gibt es an diesem GitHub-Verzeichnis. Okay, Mikrofon 5. Hallo. Schnelle Frage. Die meisten Daten auf den Folien waren irgendwie westliche Daten, .mil und so weiter. Generelle Frage, erforscht ihr auch IPv6? Habt ihr auch asiatische IPv6-Netzwerke? Zum Beispiel China hat massive Benutzung von IPv6 wegen der Latenzgeschichte, weißt du? Antwort, nein, also ich habe nicht wirklich einen Fokus gehabt auf spezielle kontinentweise Analyse. Ich habe, was ich bisher in der akademischen Arbeit präsentiert habe, ist die Technik als solche und ich habe interessante Fallstudien, die zeigen könnten, was das Potenzial dieser Technik ist. Was du vorschlägst, ist tatsächlich interessant für weitere Arbeiten. Also für alle, die interessiert sind, ich würde Hongkong empfehlen als Startpunkt für solche Scans. Danke. Any more questions? Noch irgendwie mehr Fragen? Okay. Thank you very much. Okay. Vielen Dank. Ja, danke auch fürs Zuhören bei der Übersetzung. Gebt uns Feedback, Hashtag C3T, Twitter-Account C3Lingo. Eure Übersetzer waren...